Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen Devisenradar am 15. April, dem Mittwoch, dem EZB-Tag. Das haben wir heute noch vor uns und wir wollen uns heute hier vor diesem Event, der 13:45/14:30 eben startet, mal die diversen Rainbow-Strukturen hier anhand des M15 anschauen. Wir hatten hier unlängst beim Goldpreis auch eine kurze Analyse geschossen bereits hier im Sinne dessen, dass der hier im Sinne weiterer Tagestiefs durchaus noch ein Stück weit tiefer korrigieren könnte. Und wir markieren unlängst jetzt hier ein Tagestief, deswegen werden wir gleich mal auf den Goldpreis kurz switchen, bevor wir uns hier dann noch andere Oblikte oder Vehikel hier am Markt genauer anschauen. Letztlich sehr, sehr spannend, was hier gerade passiert. Wir sehen nämlich hier beim Goldpreis, dass wir die Asia-Range aktuell hier touchieren, gerade just ein neues Tagestief gemacht haben. Jetzt versuchen wir uns so ein Stück weit drüber zu halten, aber die Rainbow-Tendenz hier in den untergeordneten Timeframes, insbesondere auch anhand des M15-M30, ist hier ganz klar negativ zu sehen. Und insofern sollte man hier mal genauer drauf schauen, was da hier jetzt dann noch passiert. Im Sinne des aktuellen Momentums erscheint hier in jedem Fall ein Short-Engagement interessant, auch vor dem Hintergrund dessen, dass sich hier die negative FTSE-Vektor-Logik, die ich Ihnen gleich mal auf den Schirm holen werde, da haben wir sie zum Goldpreis, hier eine ganz, ganz klare Abwärtstendenz während der nächsten Minuten-Stunden hier in Aussicht stellt. Also es sieht so aus, als wären wir hier längst noch nicht fertig mit einer weiter fallenden Preisbewegung und insofern ganz, ganz interessant, was wir hier noch vor uns haben könnten. Der Goldpreis also hier in einem Taumel begriffen und möglicherweise vor dem Beginn einer neuerlichen Abwärtsbewegung. Das just getestete Tagestief, die untere Asia-Range, wird hier aktuell wieder nach oben aufgelöst. Wir sind aber auch unterhalb des Daily Pivot Points und es deutet sich so oder so hier meines Erachtens nach ein neuer Rutsch auf neue Tagestiefs an. Das erste Ziel dann hierbei Bereich 1184 Dollar je Unze. Ansonsten sehen wir auch hier bei vielen anderen Währungspaaren mehr oder weniger noch das Verweilen in der Asia-Range, aber der Rainbow selbst weist hier klare Tendenzen auf. Das haben wir hier sehr schön beim Austral-Dollar zum Beispiel hier im M15 beim Australdollar gegenüber dem japanischen Yen, aber auch beim Australdollar gegenüber dem US-Dollar haben wir hier einen negativen Rainbow-Spin bereits gesehen. Sie sehen hier das positive Momentum am gestrigen Handelstag, versuchte sich hier daran, den Rainbow, diese gleitenden Durchschnitte, diese Rainbow-Struktur hier nach oben umzukehren, aber das scheiterte und jetzt sind wir hier praktisch wieder in einem neuen Movement nach unten und wenn wir uns da jetzt genauer in den Preis mal reinzoomen, dann stehen hier die Chancen durchaus gut, dass es hier auch just neues Tagestief, bei einem nochmaligen neuen Tagestief dazu kommen kann, dass wir hier die gestrigen Tiefpunkte austesten und dann möglicherweise auch hier die Tiefs vom Montag speziell unterschreiten. Also hier ist ein ganz, ganz massiver Support beim Australdollar gegenüber dem US-Dollar hier zwischen 0,7555 und 0,7550. Achten Sie mal darauf, wenn wir dieses Niveau unterschreiten, dann kann es sehr, sehr schnell, sehr, sehr stürmisch werden und dann hier eine entsprechende Abwärtsbewegung Einzug halten. Das wären erstmal die zwei und jetzt wollen wir uns natürlich auch den Euro-US-Dollar anschauen. Was macht denn der vor dem EZB-Event? Und da sehen wir hier in der Rainbow-Struktur ein klares Abwärtsmomentum. Gestern hier der starke Erholungsimpuls mit plus über 175 Pips. Das sehen Sie auch hier in dieser Rainbow-Struktur. Das negative Momentum kehrte um. Wir haben auch hier, so gesprochen, eine Aufwärtstendenz bereits hier im Chartintervall leicht ausbilden können. Aber Sie sehen auch, der Preis kippt schon wieder ein Stück weit nach unten. Und der Rainbow, der hier einen positiven Spin vollzogen hat, ist ein Stück weit unklar. Schauen wir dazu mal das Geschehen im H1 an. Da wird es noch deutlicher, dass wir in dem übergeordneten Timeframe eine ganz klar negative Tendenz noch vorliegen haben. Insofern Euro-US-Dollar heute nicht unbedingt hier das klare Momentum für Long-Entwicklung. Allerdings zum EZB-Event können hier wieder viele Impulse in die eine oder andere Richtung erfolgen. Das kann natürlich dann auch hier als Querschläger dazu sorgen, dass der Euro hier ganz klar weiter nach oben zieht. Gestern gab es ja eine Big-Picture-Analyse, die meines Erachtens, wenn es denn heute nochmal zu neuen Tiefs kommen sollte, spätestens dann dazu einlädt, dass Euro-US-Dollar dann doch wieder einen Aufwärtsswing nach oben vollzieht. Die Saisonalität ab Mai, Schrägstrich die COT-Daten, Schrägstrich das mega überverkaufte Sentiment spricht eigentlich dafür, dass wir hier mal eine stärkere Erholung sehen dürften und das eben nicht nur bis 1,10, sondern möglicherweise darüber hinaus. Also insofern Euro-US-Dollar unbedingt im Auge behalten. Wir werden das heute auch hier hautnah nochmal beim EZB-Live-Event bei dem JFD Trading TV unter die Lupe nehmen. Das heißt, da schalten wir uns direkt live zum Preis, einmal 13,45
oder besser gesagt zur Preisentwicklung, einmal 13,45 und einmal 14,30, um eben zu sehen, welche Impulse sich hier beim Euro-US-Dollar geben. Was der Rainbow dann macht, werden wir auch betrachten. Also sprich, im Stundenchart geht es hier weiter nach unten oder sehen wir dann hier doch noch eine positive Entwicklung, die dann hier den Rainbow auf den höheren Zeitebenen dann umkehrt. Sie sehen H1, H4, alles bärisch, auch hier im Daily mega bärisches Momentum, aber warum nicht auch mal eine Erholungsbewegung? Dürfte in jedem Fall interessant werden und wir werden uns das hier natürlich anschauen. Gut, also Euro-US-Dollar besprochen, Gold besprochen, Australdollar besprochen. Was könnte jetzt noch fehlen? Natürlich, wir schauen uns jetzt hier zu guter Letzt auch nochmal ein Währungspaar an, was auch sehr beliebt ist, nämlich der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Wir sehen hier im 15-Minuten-Chart eine nicht minder negative Rainbow-Struktur. Das Ganze haben wir im H1 leider nicht so vorliegen. Da sehen Sie hier eine Art Spinning-Rainbow, also nach meines Erachtens uninteressant, hier Trades zu suchen. Dennoch, hier im M30 haben wir negatives Momentum. Hier die klare Rainbow-Struktur. Im M15 das noch ganz, ganz viel deutlicher. Und wenn wir uns da jetzt mal reinschalten in den Trading-Chart sozusagen, dann wird deutlich, dass wir hier, na, wenn er denn jetzt will, so, dass wir hier diesen M15 Rainbow schön negativ aufgefächert haben und auch hier es im Prinzip frohlockt, wenn der Preis nochmal unter dem Pivot Point abzieht oder herauszieht und insbesondere hier die Asia Range nach unten verlässt. Das wären hier Preise unterhalb von 119,36. Da dürfte man dann hier eben auf einen weiteren Abwärtsimpuls setzen. Aber achten Sie eben drauf, hier steckt der US-Dollar drin. Ein Ausbruch auf neue Tageshochs, sprich verlassen der Asia Range nach oben, könnte auch hier den Rainbow dann wieder umkehren und würde so ein Stück weit das, was wir im H1 Rainbow gesehen haben, also das unsichere Sentimentbild, die unsichere Momentumsstimmung wieder bestätigen. Insofern US-Dollar erst bei neuen Tagestiefs hier interessant, ansonsten Gefahr nach oben durchaus gegeben. Gut, liebe Zuschauer, dann würde ich sagen, wollen wir das erstmal dabei belassen. Ich denke, wir haben hier erstmal einen kleinen groben Abriss vollzogen. Wenn es hier noch Impulse gibt im weiteren Tagesverlauf, werde ich mich nochmal gern draufschalten. Wie gesagt, EZB-Event steht heute im Fokus, deswegen werden wir den auch nachher live auf, den Bildschirm nehmen, mehr oder weniger. Und bis dahin wünsche ich Ihnen jetzt erstmal einen erfolgreichen Handelstag. Viel Glück, das gehört dazu. Und auch noch nicht vergessen, heute ist ein Mega-Sonnentag, auch mal zwischendurch die Pause genießen und Sonne tanken. In dem Zusammenhang auf bald, Ihr Christian Kämmerer.